Hallo! Ja, heute gibt es eine neue Folge von Meine Meinung zu und es geht heute um Michael Jackson. Es gibt hier zwei Parteien, sag ich einfach mal, die einen, die glauben, dass er ein Pädophiler sei und dass er gestört sei und blam blam und was weiß ich nicht alles. Und dann gibt es die anderen, die ihn lieben, die nicht daran glauben, dass er irgendwas mit kleinen Kindern gemacht hat. Und ja, zu den anderen gehöre ich und ich habe eigentlich eine sehr gute Meinung über ihn. Ich finde halt, dass er wirklich total voller Liebe war. Bei This Is It, okay, ich weiß nicht genau, ob er wirklich dabei war. Es hieß ja, er war ein Doppelgänger und jedenfalls der, wo er da war, der hat immer gesagt, ja, ich liebe dich und ich liebe euch und L-O-V-E und ja, es ist einfach toll, sowas zu sehen, weil halt heute in der heutigen Zeit, da ist niemand mehr so groß auf Liebe aus, sondern nur noch aufs Aussehen und Hass und Neid und alles Mögliche und da finde ich das eigentlich ganz toll, weil ich bin auch so, ja, voller Liebe und ich finde es einfach schade, dass es so wenige davon gibt. Tja, er liebt Kinder, aber er liebt sie halt so, wie ein Erwachsener Kinder liebt. Nicht ein Pädophiler, sondern ein normaler Erwachsener. Und ich denke, er liebt sie einfach, weil er einfach selber keine Kindheit hatte. Und er liebt halt auch Jungs darum mehr, weil er eben auch ein Mann, Junge war. Und denke ich halt auch, dass er sehen will, wie Jungs ihre Kindheit verbringen, als wie Mädchen, weil Mädchen spielen mit Puppen und so. Und ja, ich verstehe halt nicht, warum er fertig gemacht wurde, wegen seiner Neverland Ranch und so weiter. Ich hätte auch gerne Neverland Ranch da draußen stehen, also mit Karussellen und Achterbahnen und allem Möglichen. Das ist doch cool, sowas. Und ich denke, die anderen sind einfach alle neidisch, die darüber ablästern, weil ich fände es toll, wenn ich einfach morgens mal da rausgehe, eine Runde Achterbahn fahre und dann zur Arbeit gehe. Ja, und dass er halt da als gestört hingestellt wird, weil er mal aufs Autodach gestiegen ist nach seinem Prozess 2005, den er dann gewonnen hat, wegen Kindesmissbrauch. Und dann halt den Fans zugewunken hat. Ich meine, da ist ja nichts dabei. Die Fans, die standen ja alle hinter ihm. Und warum soll man das dann nicht machen? Und ja, ich denke auch, er wurde einfach benutzt von vielen Personen in seinem Leben, weil die Konzertshow, die letzte, die Abschlussshow, This Is It, wurde hier erstmal 10 Konzerte angesetzt und dann wurde es immer schrittweise auf 50 hochgemacht und da hatte er, denke ich, kein Mitspracherecht. Ja, es ist eigentlich schon anstrengend auch und wenn dann jedes 1 oder 2 Stunden lang geht, das ist einfach nicht so zu schaffen, finde ich, für ihn in seinem Alter. Dann gab es ja noch das Gerücht, dass er sich aufhellen ließ, also von der Haut her. Aber er hatte ja die Krankheit Vitiligo, das ist die Fleckenkrankheit. Und da wurde halt die Haut immer fleckig und helle Stellen und so. Und irgendwann war es halt dann alles komplett weiß und da kann man auch wirklich nichts dagegen tun. Und deshalb verstehe ich nicht, dass man da einfach dem Fernsehen glaubt, was die da für Mist erzählen, statt man einfach mal nachschaut im Internet, in Wikipedia, was es überhaupt für eine Krankheit ist, statt man einfach da irgendwie ihn verurteilt. Und ja, dann seine Nase, da wurde ja auch immer drauf rumgehackt. Ich verstehe eh nicht, warum man auf seinem Aussehen rumhackt. Man liebt ihn ja nicht wegen seinem Aussehen, sondern wegen seiner Musik. Und ob es jetzt stimmt, kann ich nicht genau sagen. Ich habe es einfach nur mal so gelesen, dass seine Nase anscheinend gebrochen war und man konnte sie nicht mehr reparieren und darum musste er einfach eine neue machen lassen, wie man das auch nennt. Und dass sie mal abfällt oder abgefallen ist, das kann gar nicht sein, weil ich meine, es ist ja keine Prothese, das war ja schon eine richtige Nase. Und ist einfach alles nur blöde Scheiße, die da rum erzählt wurde. Und er hat auch immer gesagt, glaubt den Medien nicht. Darum denke ich einfach, irgendwann wird er wieder kommen. Und dann könnte er sagen,
Seht her, hier bin ich. Ihr habt alles den Medien geglaubt. Ich habe immer gesagt, glaubt den Medien nichts. Und dann werden alle mal aufwachen und werden mal so über nachdenken, was sie denn jetzt glauben sollen oder was sie überhaupt glauben wollen. Und dann denke ich, wird es mit den Medien auch langsam bergab gehen, wenn da niemand mehr zuguckt oder wenn dann jeder denkt, ja, die lügen hier eh nur rum. Man sah es ja dann in Michael Jackson, falls er wiederkommt, das kann ich euch auch nicht sagen. Und ja, das ist meine Meinung zu Michael Jackson. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du eine andere Meinung hast oder irgendwas anders siehst, dann schreib mir einen Kommentar. Und ich freue mich bis zum nächsten Freitag. Tschüss!